Es war angerichtet am letzten Samstag am Krummen Weg in Siems, Derbyzeit in der Frauenfußball-Verbandsliga. Die SG Siems Dieneburg in Rot empfing den ATSV Stockelsdorf. Und wie das bei so einem Derby nun mal so ist, bestes Fritz-Walter-Wetter, der Himmel hatte die Schleusen geöffnet, sodass es angerichtet war zu einem Kampfspiel auf dem Kunstrasen in Siems. Den besseren Start in die Partie, den erwischten die Gastgeberinnen nach knapp 45 Sekunden. Tomaszewski mit der Hereingabe und dann steht am langen Pfosten Sarah Koch, aber die trifft den Ball nicht richtig, geht dann doch weit am Kasten vorbei. Stockelsdorf fand in der Anfangsphase überhaupt nicht statt, die ersatzgeschwächten Stockelsdorferinnen mit Problemen und das ergab Lücken für Siems. Erste richtig gute Gelegenheit, 5 Minuten gespielt, Tomaszewski vorbei an Jackie Vollbrecht, aber auch vorbei am Tor und dann wieder die Kapitänin der SG Siems, Dieneburg, diesmal Sarah Volkmann auf dem Posten im Kasten von Stodo. Dann auch beim Nachschuss kann sie dann sicher zupacken, der Nachschuss von Anna Kupferschmidt. Nächste Gelegenheit, Siems und wieder das Duell, Tomaszewski gegen Vollbrecht. Tomaszewski setzt sich wieder durch, aber den Ball weit über das Tor. Allein meinte Tomaszewski, hätte in der Anfangsviertelstunde schon das Spiel entscheiden können. 29. Minute, Freistoß Stockelsdorf, die erste Annäherung in Richtung Tor. Kein Problem, der Freistoß von Höppner für Jacobi. Und die Torhüterin der SG Siems, die macht das Spiel schnell. Ein langer Abschlag. Dann bekommt Stockelsdorf den Ball nicht weg und Carmen Buro probiert das einmal und das Ding schlägt tatsächlich ein. 1:0 für die SG Siems Dieneburg nach einer knappen halben Stunde. Die völlig verdiente Führung, aber wir müssen da über die Torhüterin reden. Beim Schuss von Buro, natürlich schwaches Abwehrverhalten noch dann beim Schuss von Buro, ist Sarah Volkmann viel zu weit vor ihrem Kasten. Und deshalb die verdiente Führung. Dann aber endlich mal Stockelsdorf, die waren davon wach geworden. Jackie Vollbrecht hatte defensiv ihre Probleme und setzte offensiv dafür das erste Zeichen auf den Posten. Aber die Keeperin von Siems, Johanna Jacobi. Ein weiter Freistoß aus der eigenen Hälfte. Und wieder landet der Ball bei Marta Tomaszewski. Tomaszewski, ja, es war nicht das Spiel der Kapitänin der SG Siems Dieneburg. Auch dieser Ball hätte eigentlich im Tor sein müssen. Abschlag folgt man dann. Mittelfeld geplänkelt, eine Kerze von Tatjana Nötzl und dann der Ball auf einmal in Richtung Stockelsdorfer Strafraum unterwegs. Tomaszewski vorbei an Volkmann, dann landet der Ball am Pfosten, liegt auf der Linie. Carmen Buro mit der Pike kann sie abstauben, 2:0 in der 42. Minute. Sehr, sehr unglücklich für den ATSV Stockelsdorf. Linda Höppner rutschte da am Ball vorbei, ja, und verhedderte sich dann ein bisschen im Netz. Jetzt Aktion, der ersten Halbzeit wieder ein Schüsschen von Tomaszewski. Dann war Pause, 2:0. Völlig verdient die Führung für die Gastgeberinnen, die die klar bessere Mannschaft waren. Aber 50. Minute, kurz nach der Pause, Freistoß Höppner, der kein Problem für Jacobi. Und die will das Spiel mit einem langen Abschlag wieder schnell machen. Aber der Abschlag kommt nicht so weit. Außerhalb des Kamerabildes kommt Höppner an den Ball, findet Viktoria von Lengerke und die macht das ganz abgezockt. 2:1 nur noch der Anschlusstreffer. So ein wenig aus dem Nichts. Jacobi beim Schuss ohne Chance. Und auf einmal war so ein bisschen der Wurm drin bei den Gastgebern. Volkmann fängt die Flanke ab, macht das Spiel auf ihrer Seite mal schnell und dann der Fehler von Krohe. Die mit dem Ballverlust gegen Nicole Polenski. Und die hat dann den Mut, trifft den Ball dann aber nicht richtig, geht über den Kasten gespielt. Da rund 55 Minuten. Von Siems kam in der zweiten Halbzeit nur noch wenig. Hier mal eine Gelegenheit. Zunächst befreit von Stockelsdorf nach dem Freistoß von Koch. Dann Ignazio auf Krohe. Die setzt sich durch auf rechts. Und in der Mitte Marta Tomaszewski. Ja, wie gesagt, es war nicht das Spiel von Siems Top-Torjägerin. Ansonsten sah es häufig bei der SG Siems so aus, Sarah Ignazio aus, ja, 8 Metern Spitzenwinkel in die Wolken.
Stockelsdorf hielt kämpferisch dagegen und wurde dafür belohnt. 77. Minute, Maria Andrijenko. Ja, und Johanna Jakobi greift ins Leere, 2:2, aufgrund des Spielverlaufs und der starken kämpferischen Einstellung der ATSV-Damen. Ein verdienter Spielstand, noch einmal mit dem Außenriss, Andrijenko und ja, Jakobi, ein paar Zentimeter zu klein, aber ganz unhaltbar sah dieser Ball auch nicht aus. Und jetzt hatte Stockelsdorf Blut geleckt. Der nächste Angriff läuft wieder und da ist Tatjana Nützel durch, kein Abseits. Jakobi mit dem Reflex verhindert hier in der 86. Minute das 2:3. Nur eine Minute später von Längerke. Probiert es, dann kommt der Ball zu Nützel, die ist zumindest im Abseits. Die Pfeife bleibt stumm, aber dann ertönt sie doch. Klares Vorspiel von Marta Tomaszewski an Tatjana Nützel. Elfmeter für Stockelsdorf. Doch dann scheitert Linda Höppner mit einem ganz, ganz schwachen Strafstoß an Johanna Jakobi. Und ja, es bleibt damit beim 2:2. Die letzte Aktion nochmal für Diskussionen in der 87. Minute. Buro mit dem Pass. Dann ist es Ignacio, wird von Hagenow gestoppt. Siems forderte Elfmeter, aber die Entscheidung, dort das Spiel weiterzulaufen, wohl trotz des robusten Einsatzes von Anja Hagenow. Korrekt. Wenig später war der Schluss. 2:2 schiedlich friedlich trennten sich beide Mannschaften aufgrund der sehr unterschiedlichen Spielverläufe in Halbzeit 1 und 2 ein gerechtes Ergebnis.